Herzlich willkommen. Wer heutzutage die Skiresorts betritt, ist umgeben von großen, luxuriösen Hotels. Die ursprüngliche Bescheidenheit der Orte ist kaum noch zu erahnen. Manche der Hoteliers bleiben in ihren Wurzeln jedoch stark verankert. Eine davon, die Doyenne des Waterhof, ist heute unser Gast. Monika Reuderer, herzlich willkommen zum Ländle Talk im Hotel Biberkopf. Grüß Gott, ich freue mich. Die Hotellerie hat sich in den letzten Jahrzehnten extrem entwickelt. Woran liegt es eigentlich, dass diese Region so erfolgreich ist? Wir sind ein schöner kleiner Ort und ich bin der Meinung, dass viele Leute das schätzen, dass wir ein kleiner Ort sind, klein und fein. Es kann nicht jeder Ort alles haben. Wir haben diese Natur noch so richtig. Wir haben noch etwas von früher und es wurde jetzt einfach in den letzten Jahren sehr viel renoviert, saniert. Wir sind einfach ein richtig schönes, kleines Bergdorf, wo eine tolle Qualität bietet. Sie leiten eines der größten Familienbetriebe in Wart, der Warter Hof, jetzt schon in der vierten Generation. Wie haben Sie die Anfänge in Erinnerung? Das ist zwar schon lange her und doch nicht lange her. Ich habe das eigentlich alles sehr angenehm in Erinnerung. Wir haben also früher angefangen mit den Eltern beim Partnerbetrieb, den heute mein Bruder macht, im Hotel Jägeralpe. Und wir haben da also miteinander immer fest müssen arbeiten. Die Kinder waren immer dabei bei der Arbeit. Wir hatten unsere Eltern eigentlich immer um uns herum. Und es gab früher einfach, man musste fest arbeiten in der Zeit, wo die Arbeit da war. Wir hatten aber in der Zwischensaison sehr viel Zeit wieder für uns. Und während der Zeit, wo viel Arbeit war, hat man die Kinder überall mitgenommen. Wir haben müssen helfen, Pommes frites machen. Wie man früher hat man das alles von Hand gemacht. Oder Besteckrollen oder so. Und wir hatten eine tolle Landwirtschaft, haben wir dabei. Wir Kinder sind mitgegangen in der Landwirtschaft überall. Wir waren immer mit unseren Eltern immer dabei. Also das war, ich empfinde das also anders, wie man das oft interpretiert. Ich habe das Gefühl, wir waren immer mit unseren Eltern beieinander und haben eigentlich sehr schöne Kindheit gehabt. Sie sind auch nach Schröcken in die Schule. Wie hatten Sie das? Die Straße war zu der Zeit sehr oft noch wochenlang zu. Und dann war die Straße mal so lange zu, dass man gesagt hat, ja, das geht jetzt nicht, dass die Kinder immer daheim sind. Und dann mussten wir 3 Wochen nach Schröcken in die Schule gehen. Und dann haben wir dürfen wieder zurück, weil die Straße offen war, und haben wir dürfen wieder in Wart in die Schule gehen. Aber wir haben oft, ja, schulfreie Tage gehabt, weil es einfach von der Straße her nicht gegangen ist. Und wenn man noch so zurückdenkt, da hat der Lift noch Mittagspause gehabt und wir Kinder haben einfach nach der Schule zum Heimgehen, haben wir unsere Ski bei der Steffisalbe stehen gehabt, sind dort eingestiegen in einer Sessellift, haben den grünen Knopf gedrückt, sind raufgefahren alle drei. Oben den oberen Lift, das war noch mit Dieselmotor, auf grüner Knopf raufgefahren, oben auf den roten Knopf und sind wir heimgefahren. Heute alles undenkbar. Ja, eben eine Kindheit damals ist kaum zu vergleichen mit einer Kindheit heutzutage. Das kann man nicht vergleichen. Waren Sie viel selbstständiger im jungen Alter schon? Ja. Okay. Und da ist man auch ziemlich geschützt hier in einem kleinen Ort, kennt sich jeder und schaut es aufeinander. Es kennt sich jeder alles. Und die Kinder haben es heute auch wieder sehr schön, halt wieder anders. Ich denke jetzt gerade einfach bei uns zu Hause, wir sind ein großer Betrieb, aber wir haben jetzt einfach Schwiegertochter, mir legt sehr großen Wert drauf. Wir haben also trotz vieler Arbeit und alles, trotzdem eigentlich, muss ich sagen, wieder ein schönes Familienleben. Wir suchen uns einfach Zeiten heraus und Schwiegertochter schaut sehr drauf, dass die Kinder wirklich Mama und Papa, dass das funktioniert. Wie ist denn die Arbeit bei euch im Warterhof aufgeteilt? Also ich bin für die Rezeption und in der Buchhaltung dort zuständig. Mein Sohn hat 51%, das ist also der Chef im Haus. Der ist für alles zuständig, also er ist überall. Und die Schwiegertochter ist die Wellnessabteilung und die alle Sachen, was mit den Mitarbeitern zu tun haben. Und mein Mann sitzt im Rollstuhl, er hat die Kontrolle übers
ganze Haus so, was er einfach über den Computer, und er ist mit meinem Sohn, also die zwei sind sehr verbündelt miteinander, machen alles, reden sehr viel miteinander und diskutieren alles aus. Was ist der Schwerpunkt bei euch im Hotel? Wir sind ein wunderschönes Wellnesshotel. Wir sind auch mit den Alpine Best Wellness Hotels, haben wir einen Verbund. Wir haben eine eigene Marke, die Alpine Best Wellness 1000 Plus. Das heißt, wir haben also die Kosmetiklinie alles mit Naturkräutern, die über 1000 Meter wachsen. Also ganz eine tolle Linie. Und wir haben auch der Schwerpunkt liegt bei uns im Saunabereich. Wir haben viele Saunameister angestellt, alles, und machen dort also alles auch mit regionalen Kräutern. Wir haben also da in der Nähe eine Frau, die uns die ganzen Kräuter bringt. Also alles regional. Und auch jetzt gerade speziell Bio-Holzschnitzel haben wir im Hause. Wir tun auch zwei Betriebe mitversorgen, die Walserstube schon seit ein paar Jahren und jetzt seit heuer den Hotel Steffisalp. Wir haben da zwischen 3.000 und 4.000 Meter Schüttraummeter und im Jahr, und das ist eigentlich auch sehr umweltbewusst. Und wir haben auch den ganzen Einkauf, schauen wir, dass wir den so regional wie möglich haben. Also Also sehr nachhaltig, der war darauf. unser Sohn ist absolut auf Nachhaltigkeit eingestellt, egal ob das Fleisch, die Milch haben wir vom Bauern da aus Wart, Joghurt, also ganz, was einmal möglich ist, wird regional gekauft. Natürlich in der Größenordnung kann man nicht alles, aber sehr viel. Es klingt sehr nach sehr viel Aufwand. Arbeiten ist eigentlich seit Ihrer Kindheit der Alltag. Sie haben aber zum 50. Geburtstag ein Geschenk bekommen. Ich arbeite gerne und ich liebe die Gäste, ich liebe die Familie, alles. Aber mein Sohn hat gesehen, dass die Mama einfach immer, sie ist einfach immer erreichbar, immer alles. Und zu meinem 50. Geburtstag hat er gesagt: Mama, von mir kriegst du nichts geschenkt, von mir kannst du ein besonderes Geschenk. Du darfst dir jetzt aussuchen, welchen Tag möchtest du in der Woche frei haben. Einen Tag, der gehört nur mehr dir. Und ja, und so haben wir das jetzt. Der Donnerstag ist mein Tag. Also ein freier Tag in der Woche. Jawohl. Die letzten 2 Jahre, die Gesundheitskrise hat einiges zum Vorschein gebracht. Was waren die Herausforderungen oder sind noch die Herausforderungen? Sind sehr viele Herausforderungen. Also, weil es das erste Mal war, weil man dort am 15. März zugemacht hat, das war die Katastrophe pur. Wir wussten ja gar nicht genau, was kommt auf uns zu. Ich kann mich noch sehr wohl erinnern, ein paar Tage da vor diesem 15., das heißt Ischgl, die gehen alle zu da, die müssen zumachen. Wir haben gar nicht gewusst, was das eigentlich ist. Da haben wir gesagt, ja, dann kriegen wir vielleicht auch noch ein paar Gäste davon ab. Wir haben das eigentlich ganz relax gesehen, haben noch, ja. Und dann ist das alles so schnell gegangen, alles. Und dann ist einfach dann die Panik gekommen, die Angst, die ganzen Mitarbeiter, alles ist über Nacht weg gewesen. Das ganze Haus war, kein Bett war abgezogen, wir haben mit vollem Haus zugemacht. Dann haben wir mal zuerst alles zusammengeräumt und Saisonsbuch gemacht und alles. Und dann ist einfach dann die Zeit gekommen, was passiert jetzt, was ist jetzt? Und dann kriegst du Ängste, unheimliche Ängste, was jetzt einfach läuft. Und die Mitarbeiter, du hast ja Verantwortung, die Leute sind ja viele, viele Jahre da. Wir selber, was wird aus unserem Haus? Was, oder? Weil wir haben ja wahnsinnig fest investiert. Da kriegst du einfach Angst und Panik alles. Aber muss jetzt wirklich sagen, wir haben also wirklich die Bank und einfach ein paar Leute, mit denen wo wir gut sind, haben gesagt, wir richten das miteinander. Ihr müsst jetzt keine Angst haben. Es ist alles, und muss jetzt alles einfach auch heute sagen, wir haben eine regionale heimische Bank, und ich bin der Meinung, die stehen also sehr wohl hinter uns, dass wir also
wissen, wir schaffen das. Es hat uns natürlich, schmeißt uns alles um 2 Jahre zurück, weil man hat ja Zukunftspläne, man will ja weiter, man hat ja Pläne und es soll ja, oder so ein Haus muss immer nach vorne schauen und nicht stehen bleiben. Aber es schmeißt uns jetzt einfach die ganzen Pläne, Wünsche, Visionen einfach um, würde ich sagen, um 2 Jahre zurück. Dadurch, dass Sie aber ein Familienbetrieb sind, schauen Sie zuversichtlich in die Zukunft? Absolut, absolut. Weil das wird ja wieder, das muss ja werden, oder? Weil der Staat braucht uns doch. Wir müssen ja, oder? Es muss ja nach vorne gehen, oder? Und wir sind ein gut aufgestelltes Haus und das geht nachher weiter. Und denke auch jetzt, dass wir das jetzt alles wieder schaffen. Schauen wir einfach, was es bringt. Und dann gehen wir wieder positiv und mit voller Energie einfach wieder weiter. Sie haben aber dadurch auch alte Werte wieder neu entdeckt. Ja, zum Beispiel dort, wo es das erste Mal zu war, dort hat man ja eigentlich Angst gehabt, zum vor die Tür zu gehen, irgendjemandem zu begegnen. Und dann ist man auch zuerst, hat man unheimlich Angst gehabt. Aber das hat sich dann eigentlich ganz anders entwickelt. Man hat mit den Leuten auf der Straße geredet, weil bei uns ist ja niemand da. Es waren ja keine Gäste, es war ja niemand da. Du warst komplett alleine im Dorf ohne Gäste. Das hat es ja früher gegeben. Und auf einmal hat man wieder Leute geredet, wo man das ganze Jahr nicht redet. Auf einmal hast du ganz andere Werte gehabt. Und auch wir unter Kollegen, unter Wirtskollegen. Und so. Wir haben ganz neue Werte bekommen. Und Freunde und eigentlich bin ich der Meinung, dass das Dorf sich wieder ein bisschen neu kennengelernt hat, dass alles ein bisschen mehr zusammengewachsen ist. Dass wir eigentlich ganz im Dorf mehr Stärke und Rückhalt durch alles bekommen haben. Dass wir stärker geworden sind in unserer persönlichen Dings für Gemeinsames wieder. Der Geist des Dorfes versammelt sich auch mittlerweile im Warterhof. Eigentlich immer schon, muss ich jetzt einfach so sagen, die Vereine und so, die kommen am Abend, wenn sie ihre Proben fertig haben, ist jetzt egal, ob das der Alphornbläser, Gemeindevertretung, egal was, nach den Proben, die kommen gerne zu uns nachher am Abend noch rein und trinken gerne was. Man ist selber immer da. Oder die Raupenfahrer, die kommen gerne und trinken noch vor am Dienst einen Kaffee. Und die kommen einfach, weil sie auch wissen, man ist selber irgendwo da. Man hat ein bisschen einen Smalltalk miteinander. Mhm. Und ja, ich freue mich darüber sehr. Ja, das ist ganz schön, dass der Warterhof auch zur Identität dieser Region beiträgt, die Verwurzelung darstellt. Vielen Dank für das angenehme Gespräch und Ihnen alles Gute weiterhin. Dankeschön, ich habe mich auch gefreut. Danke. Ja, was einen Ort ausmacht, ist auf dessen Menschen. Und daher kommen die Gäste auch gern wieder zurück. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.